Ja, es wird mal wieder Zeit für ein Klemmbausteinauto. Ja, vielleicht kann man es hier schon leicht erahnen, was es ist. Aber ich packe es ja eben aus. Ne? Und zwar das neueste Set von Happy Build. Diesen ja, Geländewagen. Rock Giant oder Rock Gigant. Die Nummer ist 23029. Teileanzahl ist 3380. Ein dickes Buch. Designer ist Shinyu. Der ist ja bei Heavy Build sehr bekannt. Quasi so eine Art Hofdesigner, der schon mehrere Modelle für Heavy Build gemacht hat. Die Anleitung, gucken wir mal kurz durch. 231 Seiten mit insgesamt 567 Abschnitten. Ja, also mit Bauschritten. Das sind ja dann die Aufkleber, die drauf kommen. Wir sehen hier schon farblich markiert gelb und grün, wo Motoren und so weiter hinkommen oder eben auch nicht. Ja. Man kann den bauen ohne Motoren, man kann ihn mit Motoren bauen. Ich werde einen mit Motor bauen. Der Händler hat jetzt leider nicht die Originalmotorisierung beigelegt. Mit der Originalfernsteuerung und Akkubox, sondern etwas ja, aus seiner Sicht anscheinend gleichwertiges. Mit ziemlichen Standardsachen. Ja. Ich sage es schon mal vorneweg, oder ich kann es glaube ich hier im Bild zeigen. Die Motorisierung sieht so aus: einen Servomotor und 1, 2, 3 XL-Motoren. Eine ungewöhnliche Zahl. Bei dem Set ist es so: wir haben einen XL-Motor an der Vorderachse und zwei XL-Motoren an der Hinterachse. Das heißt, wir haben keine direkte Verbindung zwischen den Achsen, sondern jede Achse wird einzeln angetrieben und somit haben wir auch kein Getriebe. Das ist so ein bisschen ein Unterschied zu dem Toyota, den es schon mal gab von Happy Build. Der hatte ein Getriebe mit zwei Gängen und einen Allrad, der durchgeht, von Motoren angetrieben. Der hatte auch noch eine Seilwinde, die hat er hier auch nicht. Also funktionstechnisch hat der hier eigentlich nur fahren, mehr nicht. Vorwärts, rückwärts und lenken. Kein Getriebe, keine Seilwinde, nichts. Die Aufkleber sehen so aus. Dem Ganzen liegt noch ein zweiter Aufkleberbogen bei, der mich sehr verwundert, aber ich lasse das jetzt mal so stehen. Meines Wissens haben die keine Lizenz für das, also es wird hier nirgendwo erwähnt. Von daher, ich lasse es mal so stehen. So. Die Motorisierung wird schon sehr früh eingebaut, also das kann man nicht nachträglich machen. Ja, das ist hier schon auf Seite 46 oder ein bisschen davor schon. Das ist ja schon die Hinterachse. Die Vorderachse wird schon eher gebaut. Ja, also wenn man sich entschließt, den zu motorisieren, das wird gleich am Anfang mitgemacht. So sieht das Ganze von hinten aus. Und ja, ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich gut wird, weil ich sehe hier schon was. Die Bodenfreiheit, hier hängt so ein Motor. Das sieht nicht so geil aus, ehrlich gesagt. Aber gut. Wir werden sehen, wie es wird. Der Karton ist pickepacke voll. Reifen. Ja. So richtig Geländereifen sind es jetzt auch nicht. Aber gut. Dominierende Farbe ist diese. Ja, da wird es viele Teile geben.
Ich kann auch schon voraussagen, hier wird es viele 2x2 Fliesen geben. Das habe ich schon erspäht beim kurzen Einblick in die. Ich wollte ja unbedingt wissen, wann die Motoren reinkommen. Und da habe ich bei der Seitenverkleidung schon gesehen, dass das mit massig 2x2 Fliesen gebaut wird. Aber gut. Ich gucke mal, wie ich durchkomme, wie ich die Videos aufteile, weiß ich noch nicht. Ich lege einfach erstmal los und dann sehen wir weiter. Ja. Bis demnächst. Da sind wir durch mit dem ersten Bauabschnitt. Und ist komischerweise einiges übrig. Ja, die sind übrig. Hier sind einige Sachen übrig. Ein bisschen komisch, aber gut. Wird wohl so sein. Wir haben gebaut dieses Teil hier. Schön lang. Lässt sich super gut bauen. Anleitung passt alles, bis auf eine Sache. Deswegen streiche ich das alles schon wieder. Gehe ich gleich drauf ein. Und zwar, man baut zuerst den ganzen Kram hier unten. Viele, viele Pins. Also ich weiß nicht, wie viel hier schon. Da sind da bestimmt schon 100 Pins drin, gefühlt. Gehen super gut rein, also sehr, sehr schön weich gehen die rein, kein Problem, nicht zu hart, nicht zu weich, sind sehr, sehr gut. Sowohl die blauen als auch die schwarzen. Das baut man fertig, dann baut man hier dieses, ja, kleine Gerüst hier mit diesem Kugelaufnahme und dann baut man die Vorderachse. Und an der Vorderachse sind hier vorne schon Federn dran. Ja, die kommen dann irgendwie so hier ran. Und das ist auch die Federung des Autos. Das liegt ja jetzt auf dem Kopf. Aber wir drehen es mal rum. So wird das dann sein. Ja, und das ist das, was federt. Dieses ganze Gerät hier. Also man hat hier nicht an jedem Rad eine einzelne Feder, sondern dieses ganze Gerät wird als Federung nutzt. Und in diesem, ich nenne es Gerät, in dieser Vorderachse ist der XL-Motor drin und direkt dahinter der Servomotor. Das ist eine sehr kompakte Einheit hier. Ja, da sieht man noch das Differential und hier geht der Motor drauf und hier unten kommt die Lenkung raus. Das ist auch alles kein Thema. Ich schließe es mal kurz an. Und dann gucken wir mal, wie das funktioniert. Lenkung. Ganz geschmeidig. Vorderachse. Läuft auch sehr geschmeidig. Da sollte es kein Thema geben. Was natürlich Thema werden kann, das werden wir sehen. Wir haben nichts hier drin. Also das geht direkt vom Motor aufs Differential und auf die Räder. Keine Untersetzung dazwischen irgendwie groß, sondern einfach strikt raus. Wie das dann kräftemäßig aussehen wird, wir werden sehen. Ja. Die Lenkung steht auch fast gerade, also das ist so minimal, ich denke mal, das ist verschmerzbar. Und ja, es gab hier eine sehr irritierende Sache. Da muss ich mal kurz ein anderes holen, noch was anderes holen. Und zwar, das hat der Händler mit beigelegt, diese Kombination. Und da dachte ich natürlich, okay, so eine Fernbedienung habe ich ja schon. Ja, und zwar diese hier. So, also die sieht ja, das ist ja wohl absolut identisch. Eingeschaltet. Blinkert. Akkubox eingeschaltet, verbindet sich nicht. Weil die hier oben
Sieht zwar optisch gleich aus, aber die leuchtet rot und nur die verbindet sich mit dem grünen, mit dem Akku. Die andere hier unten, die absolut identisch aussieht, nicht. So. Ich habe keine Ahnung warum. Die benutzen hier für verschiedene Hersteller unterschiedliche Funkfrequenzen oder was. Hier sieht man den minimalen Unterschied. Der eine hat einen grünen Aufkleber, der andere hat Gokin. Ja. Das ist natürlich ein bisschen nervig, sowas. Ja, weil die sind so ähnlich. Ich meine, die ist ja auch fast ähnlich. Da ist nur hier unten der Drücker minimal anders. Aber sonst ist das auch die gleiche Fernbedienung. Aber es funktioniert alles untereinander nicht. Das ist nervig, sowas. Das muss nicht sein. So. So, also ich muss die mit dem roten Blinklicht nehmen. Gut. Hier wollte ich noch darauf hinweisen. Ich habe mich entschieden, hier wieder Metallgelenke einzubauen. Ja, das werde ich hinten auch tun. Einfach vorsichtshalber. Ja, weil ich habe dann keine Lust, falls mal was brechen sollte, dass ich dann hier doch wieder auseinanderschrauben muss. Ich meine, ich gehe jetzt nicht davon aus, der Motor ist ohne Untersetzung auf die Achse. Also die Untersetzung findet ja nur hier statt, in der Aufhängung selbst. Also man sieht es ja gar nicht. In der Achse selbst. Da findet natürlich die Untersetzung statt. Aber ansonsten, ja, geht der Motor halt direkt raus. Von daher gehe ich jetzt mal davon aus, dass es von der Kraft her okay ist, dass die Plastikgelenke vielleicht halten könnten. Aber ich will jetzt hier, ich habe genug davon, also mache ich die auch dran. Gut, das ist der erste Bauabschnitt. Das waren 42 Seiten. Ich kann ja mal, man muss halt immer gucken, hier die gelben sind für sind für motorisiert und hier ist für statisch. Ja, man sieht ja, hier ist der Motorblock drin, hier ist nichts drin. Der Unterschied ist dann, dass man Bedieneinheiten dran baut, dass man das von außen bedienen kann, also dass man die Lenkung von außen drehen kann, zum Beispiel. Ja. Und jetzt kommen wir noch zu einem Thema, was ich wirklich stark kritisiere. Wir bauen hier den Motor dran und wir sehen hier schon keinerlei Kabel dargestellt. Wir bauen hier den nächsten Motor dran, kein Kabel. Hier nirgendwo wird dargestellt, wie man die Kabel verlegen soll. Aber keine Verlegung. Hier hat man dann plötzlich zum Ausprobieren, hier soll hier hinten das Kabel rauskommen. Wie das dahinter gekommen ist, das wird nicht gesagt. Hier im nächsten Bild ist auch wieder kein Kabel mehr zu sehen. Ob das jetzt so richtig ist, wie ich es gemacht habe, ich habe keine Ahnung. Ja, ich vermute mal, das muss man ja andersrum stellen, dass das hier dann irgendwo hier hochgeleitet wird. So hier oder hier durch dann wahrscheinlich. Keine Ahnung. Das wird nirgendwo dargestellt. Das ist natürlich sehr, sehr unschön. Gut, das war's mit dem Abschnitt. Ich höre auch jetzt erstmal auf, es ist einfach so warm. Ich zerfließe hier. Ja. Warum jetzt die Sachen hier übrig sind, vor allem hier diese ganzen 1x15, zum Beispiel 1x13, 1x7. Ne, hier sind 13er und 15er und 11er. Ich vermute mal, die werden dann hier irgendwo verbaut. Aber ich habe hier zum Beispiel noch, was sind das, eine 11er wahrscheinlich, Stange, Kreuzstange. Ich, keine Ahnung. Gut, im nächsten Abschnitt bauen wir die Hinterachse. Und bauen sie auch dran und auch schon ein bisschen Verkleidung. Und das sehen wir uns dann wieder. Einen schönen Tag noch und bis bald. Tschüss. So, Bauabschnitt 2 ist fertig. Aber ich muss mal hier den Kollegen Brickman ausmachen. Der redet immer so viel. So, jetzt könnte man es besser hören.
Also, Bauchschnitt 2 ist fertig. So sieht das Ganze aus. So. Hinterachse, das muss ich selber mal überlegen. Mal hier ein Lesezeichen reinmachen. Was haben wir jetzt gebaut? Ich glaube die Hinterachse, ne? Ich werde alt, ich vergesse schon Sachen. Ja. Genau. Machen wir Licht anmachen, hier ist ein bisschen dunkel. Genau. Wir haben die Hinterachse gebaut. Ja. Das ist dieses Gerät hier. Das ist ein großes Bauteil dann im Endeffekt, was dann hier dran gesetzt wird. Ja. Ich lasse es jetzt erstmal so stehen und sage dann noch gleich was zu was. Und was wir gebaut haben, ist hier hinten die Verkleidung. Ja. Und hier dieses nach oben. Dieses nach oben. So. Was haben wir denn da? Also. Die Verkleidung hier hinten, da ist natürlich so eine Sache. Ja, da hängt jetzt wieder viel nur an Noppen. Also das Stück hier ist zum Beispiel nur auf die Noppen hier mit drei Noppen hier reingesetzt. Das hier hängt nur an der Noppe. Das ist jetzt alles nicht so stabil, würde ich sagen. Ich meine, es fällt jetzt nicht so ab, aber ich denke mal, wenn man hier so drankommt hier, dann löst sich das alles schon. Man darf nicht groß dran rumziehen, dann könnte es schon halten. Was mir natürlich überhaupt nicht gefallen hat, in diesem Bauabschnitt haben 6 Teile gefehlt, die für mich relevant sind. Und zwar einmal 13 Liftarme, 6 Stück haben gefehlt. Da fragt man sich, wie können die einfach verschwinden? Es war jetzt so, der Händler hat die Liftarme in einem extra Beutel eingepackt gehabt. Also nicht so ein Standardbeutel wie die anderen. Also nicht so einer hier mit Nummerierung, sondern das war einfach nur so eine normale Tüte. Sowas hier. Und da waren die drin. Und warum das so ist, keine Ahnung. Ob das vom Hersteller schon so gemacht wurde oder ob die das beim Umpacken gemacht haben. Weil eigentlich räumen die ja selten irgendwas raus beim Umpacken. Ja, auf jeden Fall hat das gefehlt. 6 Stück 1x13 in Schwarz. Ich habe die jetzt aus meinem Lager genommen. Da hatte ich eigentlich nur 5 in Schwarz. Und den 6. den habe ich jetzt in so einem Grünton. Das E hier dahinter, da stört es nicht. Ja. Wer das Ding allerdings nicht motorisch baut, der wird hier noch was vermissen. Und zwar, wenn man keinen Motor einbaut, baut man hier ein Differential ein. Und dieses ganze Differential mit den Stangen und den Zahnrädern fehlt. So. Also das fehlt hier dann im Endeffekt auch zu den 6 Stück 1x13 das komplette Differential. Ich gucke gerade nochmal nach. Bei den kleinen Zahnrädern fehlt letztendlich nur 1, weil man hier 2 verbaut. Und die Achsen, die baut man ja sowieso ein, also fehlt nur das Gehäuse und ein so ein kleines Zahnrad, theoretisch. Wenn nicht in dem Grünen noch irgendwo eins verbaut wird, was anderes. Aber das sehe ich jetzt hier auf Anhieb nicht. Ja, also das ist schon mal negativ. Fehlteile. Ich hoffe, dass wird im späteren Verlauf nicht zum Problem. Aber ich habe jetzt alles verbaut, was in dieser extra Liftarmtüte drin war. Von daher hoffe ich jetzt mal, dass das dann normal weitergeht.
Gut, also Bauabschnitt 2, 7 fehlende oder 8 fehlende Teile insgesamt. Für mich jetzt nur 6, weil ich es motorisiert baue und dadurch das Differential nicht brauche. Dann kommen wir auch gleich zu dem, wenn wir bei dem Differential schon sind, kommen wir auch gleich dazu. Wenn man das Ding hier motorisiert baut, baut man in der Hinterachse kein Differential ein. Dann gehen die zwei XL-Motoren direkt auf das Zahnrad hier und dann über die Umlenkung auf die Achsen. No. Ja. So dass wir nur an der Vorderachse ein Differential haben. So, das funktioniert alles. Technik funktioniert auch wunderbar. Da gibt es gar nichts dran auszusetzen. Dann hat man halt die Verkleidung hier noch gebaut. Sehr kleinteilig alles. Und ja, ist halt viel mit Systemsteinen, also mit normalen Plates und Fliesen. Nicht Fliesen, sondern normalen Steinen. Und das wird dann da dran geklipst. Ja, hier sieht man das. Das wird dann mit den Noppen einfach hier reingedrückt. Hier, das Teil hält an diesen zwei Noppen. Muss man gucken, ob das beim Fahren eventuell abfällt oder vielleicht sogar hält. Kann ja alles möglich sein. So, und dann hat man dann hinten das alles dran gesetzt. Wie man sieht, man baut die Teile einzeln und dann setzt man die hier dran, muss die an vielen, also an mehreren Punkten reindrücken. Das ist jetzt auch nicht so einfach, aber dadurch, dass die Pins eh nicht so schwergängig sind, dass die gut reinflutschen, geht das alles. Damit haben wir 78 Seiten und 161 Bauschritte absolviert. Ich weiß gar nicht, was der letzte Bauabschnitt ist. Wahrscheinlich 8. Ich meine, es sind 8. Ja, dann gucken wir uns das noch mal ein bisschen an. Also, so sieht das Ganze von unten aus. Es ist die Vorderachse mit dem Radlauf oder mit der Kotflügel, mit dem Kotflügel, sagen wir so rum. Ja. Die Federung bin ich, ja, also die ist ungewöhnlich. Ja, die wird hier so bewerkstelligt, dass dass nicht das Räder einzeln federn, sondern dieses ganze System, diese ganze Achse federt. Diese ganze Einheit, Antriebseinheit nenne ich es mal. Das gleiche haben wir hier hinten auch. Ja. Werden wir sehen, ob das Foto Nachteile hat. Großes Problem könnte natürlich sein, der Motor hier unten, der ist ziemlich weit unten. Da wird die Bodenfreiheit ziemlich weit einschränken. Das ist natürlich sehr schade. Werden wir sehen, wie das sich dann auswirkt. Mal gucken. Jo, ansonsten ist nur noch das hier gebaut worden. Muss ich tatsächlich noch mal gucken, habe ich das richtig rumgebaut? Jo. Mit der Öffnung nach vorne oder mit der Aussparung hier nach vorne. Gut. Ich würde sagen, ich kann ja mal das Ganze zeigen. So. Muss ich gucken. Das ist da Servo. Und
Der dritte Motor. Das ist gar nicht so. Also ist ein bisschen knapp bemessen hier mit den Kabeln. Es liegen auch Verlängerungen drin. Die sind bisher nicht erwähnt worden in dem ganzen Buch. Aber die ganze Verkabelung wird hier auch nicht erwähnt. Ne? Von daher ist das jetzt auch nicht so weiter verwunderlich. Ne? So. Läuft alles vorwärts, rückwärts. Ich bin gerade sehr verwundert. Die Lenkung, die flutscht wirklich hervorragend. Da gibt es überhaupt nichts dran zu meckern. Und ja. Da würde ich sagen, das war's für heute. Man sieht sich beim nächsten Mal. Wir haben ja noch 6 Bauabschnitte vor uns. Ne? Tschüss. Bauabschnitt 3 haben wir durch. Und ja, es ist einfach nur Verkleidung. Ja. Wir bauen mal ein Seitenteil zusammen, was dann dran geklipst wird. Denn mit durchaus interessanten Konstruktionen, mit jeder Menge von diesen Pins mit Kreuzaufnahme wird hier gebaut. Da bauen wir hier vorne dann ein Teil dran. Beziehungsweise das ist ja schon hinten. Und dann wird hier mit Systemsteigen gebaut. Normalen Steigen. 1x4, 1x6 oder hier sogar noch länger aufeinander gestapelt und dann noch ein paar Fliesen und ein paar Gitter drauf und dann kommt das an die Seite dran und das wird dann gehalten von diesen Stäben, die wir nach unten hatten, den Kreuzachsen und ein paar Pins natürlich auch. Also ja, das Brett unten wurde so schon gehalten, aber das kommt dann oben drauf, so rum. So, und dann bauen wir das gleiche für die andere Seite natürlich nochmal. Hier müssen wir auch wieder aufpassen. Motorisierte Variante ist da ein bisschen anders vom Bau her. So. Das ist, ja, zweimal das gleiche quasi für jede Seite. Der Bauabschnitt war jetzt nicht so groß. Von daher, ja. Ein bisschen kurios wieder. Man baut hier die ganzen Teile und der letzte Bauschritt von dem Abschnitt ist ganz vorne plötzlich ein 13er einzufügen. Ja. Manchmal ist es echt kurios. So, und Bauabschnitt 4, im Prinzip geht es genauso weiter. Wir bauen die hinteren Seitenverkleidungen. Da kann ich schon mal sagen, hier sind viele, viele Fliesen drin. 2x2. Dann wird das bestimmt ein ganz großer Spaß. Und ich würde mal sagen, auf geht's. Ach nee, Moment. Ich zeige das Ding erstmal so, wie es jetzt aussieht halt. Ja, das sind also die Seitenteile mit den Gittern hier unten. Die haben wir dann hier an die Seite dran gemacht, so als, weiß ich nicht, soll das Trittbrett sein. Huch. Ja, sowas in der Art. Und ja, Kabelverlegung wird nirgendwo erklärt. Ich habe das jetzt mal hier so durchgeschleift, in der Hoffnung, dass das irgendwie dann richtig ist.
Hier, die Kabel werden nicht bis hinten reichen. Soweit ich weiß, kommt hier hinten die Akkubox hin. Da sind aber auch Verlängerungen drin. Auch die werden nirgendwo erwähnt. Ich bin sehr überfragt, ehrlich gesagt, warum man das nicht tut. Warum man da den Erbauer hier so auf dem Kalten, auf dem Trockenen sitzen lässt und unwissend lässt. Das ist eigentlich nicht typisch. Gut, ich gucke mal, wie es weitergeht. Das war ja hier der letzte Bauschritt, die Stange hier vorne einzusetzen. Hier habe ich die Kabel mal dazwischen durchgejagt. Da ist ein kleiner Spalt. Ich hoffe, dass das so dann richtig ist. Kann natürlich sein, dass hier noch irgendwas drankommt. Ich habe keine Ahnung. Lässt sich jetzt auch nicht so einfach rausfinden. Das wird man dann erst sehen, wenn man da ist. Gut. Auf geht's. Bauschritt, Bauabschnitt 4. Ja, im vierten Bauabschnitt ging es um diese ganze Verkleidung hinten. Ja, mit diesen Seitenteilen und hier unten die Anbauten. Das sieht jetzt so aus. Es sind auf jeder Seite 36 2x2 Fliesen. Und dann hier oben nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Auf jeder Seite nochmal 8 1x2 und eine 1x4 plus die durchgängige 2, 4, 6, 8, 9. Ne, ist eine 8er. Ja. Im Prinzip viel mehr kann man hier nicht dazu sagen. Man hat jetzt halt diese Dinger hier alle auf so eine Grundplatten gebaut und hat das dann erst hier oben dran gesteckt und dann rumgeklappt und das dann hier unten mit den Stiften verbunden, so dass man diese Schräge hat. Dann baut man diese Seitenteile noch, auch aus einzelnen Bricks bzw. Plates viel, also ja, gemischt halt Bricks und Plates, und macht dann hier, bin ich etwas irritiert, dass man hier weiße Rückleuchten hat. Ja, weiß ich nicht. Und dann baut man hier diesen Rahmen noch drumherum. Interessant gebaut, weil das wird dann hier so reingeklemmt hier unten. Hier. Und hält dadurch. Und ansonsten ist das nur hier oben fest. Hier unten, das ist alles in der Luft. Auch das hier, das hängt. Diese ganze Konstruktion hier mit diesen gestapelten, das hängt nur an diesem Pin hier unten. Ja, das kann man auch hier bewegen. Also ist auch nicht ganz ohne. Das Ganze natürlich auf zwei Seiten und damit war der Abschnitt schon fertig. Was mich jetzt irritiert ist, ich habe hier noch einen ganzen Stapel von diesen 2x2 übrig. Ich weiß nicht, ob die nochmal irgendwo verwendet werden. Ja, ansonsten ist das einzig Übrige sonst noch ein 1x1 rund ohne Noppe obendrauf in TransClear. Aber warum jetzt hier so viele übrig sind, ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ja. Abschnitt 5. Dann geht es mit Türen weiter. Ja, alle vier Türen und Schubsorgen, auf geht's. Abschnitt 5 ist erledigt und hier ging es ja darum, die Türen zu bauen. War jetzt kein großer Abschnitt und geht prinzipiell okay von der Hand. Es gibt aber hier eine Sache, die ich, wo ich schimpfen muss. Aber erstmal grundsätzlich. Das erste, was man hier vorne baut, ist noch nicht Tür, sondern noch so eine Art Einstiegsleiste.
die dann hier unten dran geklipst wird. Auf beiden Seiten natürlich. Und dann geht es an die vier Türen. So sieht eine Tür aus. Und das wird erst mit normalen Steinen gebaut. So. Dann kommt ein bisschen Technik dazu. Das kommt dann so drumrum. Und dann hast du die untere Tür fertig. Und dann baut man auch oben so einen Rahmen drauf. Und dann setzt man das oben drauf und dann ist die Tür fertig. Das macht man erst zweimal. Ja, das ist ja quasi baugleich, nur gespiegelt, und dann klemmt man das hinten dran. Dann baut man die vordere Tür, die ist ein bisschen anders zu bauen. Die wird nicht mit Systemstein gebaut, sondern hauptsächlich mit Technik. Oder ausschließlich mit Technik. Und ja. Viele, viele Pins werden hier reingestopft. Natürlich viele blaue Pins. Und dann kommen wir hier zu etwas, was wirklich sehr unschön ist. Ich muss gerade mal gucken. Hier soll mir so einen 90-Grad-Bogen mit zwei Kreuzaufnahmen und mit zwei Kreuzachsen dran bauen in Schwarz. Ja, die liegen dem Set nicht in Schwarz bei, sondern in Grau. Ja, die kommen hier an die Ecke. Und ich schwenke jetzt schon mal aufs Modell um. Das ist jetzt hier vorne die Tür. Dann kommt jetzt hier das Eckteil dran, das Graue. Und dann kommt hier die Halterung für den Spiegel quasi dran. So, und jetzt ist die Ecke hier grau. Ja. Schön ist das nicht. Ist auf beiden Seiten auch so. Also, ja. Ja. Wir gucken uns mal hier den Spiegel an. Der ist auch sehr rudimentär gebaut, aber stabil. Dann bauen wir hier oben noch so einen Rahmen. Der hängt jetzt noch in der Luft. Mal gucken, was da noch kommt. Aufmachen kann man die Tür natürlich. Aber das hakelt alles ein bisschen. Da muss man aufpassen. Ja. Muss man anheben und ein bisschen wobbeln. Und dann geht das irgendwann zu. Hier kommt bestimmt noch ein bisschen Versteifung rein hier vorne. Die Fensterrahmen, die kann man in der Neigung einstellen. Wahrscheinlich, dass das dann hier zu den hinteren passt oder so. Ah, ein bisschen komisch ist hier der Türgriff. Hier hinten hat man noch ein extra 1x1 quadratisch dran gebaut. Hier vorne nicht. Als Türgriff. Keine Ahnung. Hat man sich ja vorhin gespart. Und ja, das ist dann der fünfte Bauabschnitt. So, viel Platz ist hier drin auch nicht. Ja, also ich weiß nicht, ob hier noch Sitze reinkommen oder so, aber viel wirklich den Platz hat man dafür eigentlich gar nicht. Aber wir werden sehen, ob sie da noch irgendwas reinzaubern. Gut, ja, und die Tür wird dann auch erst hier unten reingesteckt mit einem Pin und dann werden die hier oben mit der Achse verbunden. Das sieht jetzt natürlich ein bisschen schwierig, also ja, Spaltmaß ist jetzt ein bisschen nicht ganz so optimal, aber gut. Hier hinten ist halt auch beweglich. Der Designer, der hat schon versucht, nicht so viele Lücken zu machen.
Das ist schon okay. Das ist auch meistens gut gelungen. Hier ist es jetzt natürlich ein bisschen blöd, aber ja. Weiter geht es natürlich mit Nummer 6. Und hier wird die Front gebaut. Die Front und ah, ich sehe gerade, hier brauchen wir die anderen 2x2 Fliesen. Ja, ein bisschen Verteilung vorne. Was man natürlich jetzt auch schon sehen, es wird kein Motor gebaut. Ja, da passt ja keiner mehr drin. Also wir haben kein optisches Gimmick durch einen gebauten Motor. Wer sowas möchte, wird hier leider nicht fündig werden. Ich baue mal weiter. Nummer 6 ist fertig und meine Nerven auch. ja, sage ich gleich warum. Also, es ging jetzt darum, wir bauen erstmal die ganze Front. Das baut sich alles super. Das Ding ist so ganz schön schwer, weil es sehr massiv ist. Ja, also hier werden mehrere Lagen Plates und Steine gebaut, reingebaut. Und das läuft alles ganz normal. Also hier gibt es keine Probleme bei. Ja, das ist die untere Stoßstange, die man hier baut, erstmal. Und dann geht es mit dem oberen Teil weiter. Und jetzt soll man diese große Platte nehmen und wird feststellen, die ist nicht da. Joa. Und dann fängt man an zu suchen und zu suchen und zu suchen. In den Tüten vom Bauabschnitt 6 ist er nicht drin. Und irgendwann findet man dann im Bauabschnitt 8, diese Platte in der Tüte. Ich habe dann mal vorgeblättert. Scheinbar braucht man die in dem achten Bauabschnitt gar nicht. Also habe ich jetzt die genommen, die da drin war. Ich hoffe, das war richtig. So, und dann fängt man das an zu bauen. Baut, baut, baut. Kommt hier hin und soll jetzt hier die 4x8er verwenden. Und auch diese ist nicht da. Auch die ist in der Tüte vom Bauabschnitt 8. Das aber dann erstmal zu finden und zu realisieren, das hat eine Weile gedauert. Und das hat Nerven gekostet. Weil ich habe mich dann schon wieder so. Ja, aufgeregt ist das falsche Wort, aber ich war so genervt, weil ja schon mal Teile gefehlt haben. Ich dachte, oh, wenn jetzt die Platte auch noch fehlt. Weil sowas weiß ich nicht, ob ich das da habe. Ich glaube eher nicht. Aber ja. Ist ja zum Glück nochmal gut ausgegangen. Dann baut man das hier alles aufeinander. Man sieht ja hier, das sind vier Schichten. Hier drei Schichten Plates. Und dann kommen noch eine vierte Schicht oben drauf mit 27 von diesen Gittern. Das ist auch ein großer Spaß. Dann baut man das von hinten dran. Die Halterung für die Lampen. Und ich bin mir gar nicht sicher, dieser Stein hier, das ist ein 1x2, der oben Noppen hat und auf den Seiten Noppen hat. Auf den langen Seiten. Rechts, also auf beiden Seiten. Ich kenne es von einer Seite, aber dass also er auf beiden Seiten zwar auch drauf ist, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich das schon mal gesehen habe irgendwo. Ja, dann baut man hier vorne die Lampen dran. Ich bin mir ehrlich, ich habe keine Ahnung, warum vorne eine rote Lampe dran ist und nicht hinten. Eventuell werde ich das mal umstecken nachher. Oder, ja, weiß ich noch nicht. Es ist ja leider nur eine rote, also zwei rote, und wir bräuchten ja eigentlich vier rote Fäden. Das ist alles ein bisschen komisch. Naja, dann hier eine Scheinwerfernachbildung. Dann knöppeln wir mal das zusammen. Das wird alles aufeinandergesetzt. Dann
Dann baut man oben noch so eine Leiste mit dran, dass das alles ein bisschen schicker aussieht. Und setzt das dann hier vorne dran. Das ist auch eine sehr fummelige Arbeit, weil man hier viele, viele Noppen, ja, man sieht es ja hier an den Pfeilen, insgesamt 8 Noppen aufdrücken muss. Auf 2 Ebenen. Dann muss man das hier noch dazwischen fummeln, dann kann die Teile abfallen. Aber es ist alles dran. So, dann wird das unten, was wir gerade drauf gesteckt haben, nochmal fixiert mit Achsen. Und dann brauchen wir die anderen 2x2 Fliesen, die noch übrig waren. Davon werden jetzt nochmal 2x18, also 36 Stück verbaut. Ja. Also, oh, ich habe schon wieder vergessen, wie viel das weiter vorne waren. War das 72? Kann sein. Wenn es 72 waren, hier nochmal 36 dazu. Da sind wir bei etwas über 100 von diesen Fliesen. Jojo, also wer sowas braucht, hier gibt es das. So, ja, das wird hier alles aufeinander gestapelt und wird dann hier so eine Einheit fertig. Und die drückt man dann einfach hier auf die Viertelpins alle drauf. Und damit ist der sechste Bauabschnitt beendet. Und dann geht es hier weiter. Und ich sehe gerade, dass die Akkubox woanders vorgesehen ist. Und jetzt muss ich mir überlegen, wie ich die Kabel wieder anders lege. Na, herzlichen Glückwunsch. Hier machen sie jetzt auf immer Kabelmodell. Leute. Ja, okay. Muss ich gucken, habe ich heute keine Nerven mehr zu. Ich mache das dann einen anderen Tag. Weil eventuell muss ich da nochmal was umbauen. So, wir gucken uns das am Auto an. So sieht das jetzt aus. Würde man sagen, sehr stattlich. So optisch ist das absolut gelungen auf jeden Fall. Da kann man eigentlich nichts sagen. Wie gesagt, warum jetzt hier ein rotes Licht ist, macht eigentlich für mich jetzt nicht so viel Sinn, aber müsste ich mal beim Originalauto gucken, ob das da auch so ist. Das ist hier vorne alles ja doch schon recht stabil. Das hier oben wurde dann draufgesetzt und ich glaube, wir sehen hier schon, dass das Ganze ganz schön schunkelig ist. Auf der Federung. Ne? Also. Huiuiui. Das wird eine ganze, ganz schöne Schaukelkiste. So, ja. Können wir uns das hier mal von unten nochmal angucken. So ist das hier befestigt. Nichts groß Tolles. Und damit haben wir hier vorne schon fast alles zu. Wie gesagt, hier vorne Motor gibt es leider nicht. Ja. Bisschen schade. Weil für so ein Displaymodell wäre das eigentlich schon ganz schön. Wenn man. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob man die Haube vorne aufmachen kann. Wenn ja, wäre es natürlich schade, dass da nichts drin ist. Gut. Ja, die grauen Teile statt schwarz. Ja. Jo, in der Bauabschnitt 7 habe ich gesehen, soll eine Akkubox eingebaut werden und zwar hier rein. Dann muss ich mal gucken, wie ich die Kabel nochmal lege. Also vor allem die hinteren Kabel. Die muss ich ja dann nochmal irgendwie anders machen. Ich habe jetzt damit gerechnet, dass die Akkubox hinten drauf kommt auf die Laderampe. Aber gut, hier kann man sie natürlich Ohren machen. Es könnte gerade so reichen hier. Muss ich mal schauen. Gut, dann war es das erstmal wieder mit diesem Fahrzeug. Und man sieht sich dann am nächsten Bauabschnitt.
Ob der in dem Video ist oder in einem anderen, muss ich mal gucken. So, tschüss. Mit dem siebten Bauabschnitt sind wir durch. Und das beginnt damit, den Akku zu montieren. Kommt bei der hinteren rechten, linken Tür kommt der rein und dann wird verkabelt. So, und dann bauen wir noch ein bisschen am Heck. Auch wie so eine Art Heckstoßstange. Die sieht dann so aus. Die wird dann hier aus den Teilen zusammengebaut. Das ist jetzt nichts Großes. Dann ein bisschen eine komische Konstruktion auf den ersten Blick. Dann baut man hier einen 15er Liftarm und steckt den hier auf diese Noppen drauf. Hier oben wird er noch von einem Pin gehalten mit. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite noch einmal. Und dort ist es so, dort wird er nur von den Pins gehalten und er wird ein Loch höher gebaut. Das sieht auf, ich dachte erst, das kann nicht sein. Sieht doch komisch aus. Ich finde auch immer noch, dass es komisch aussieht, aber ist jetzt halt so. Und dann baut man halt hier noch so eine Tür. Boah. Die ist auch sehr merkwürdig gebaut. Aber ich vermute, dass die noch befestigt wird irgendwo, weil die ist sehr labil gebaut. Ja, die dreht sich jetzt über diesen Punkt. Aber das ist alles noch lose und ja, müssen wir dann mal gucken. Die wird dann hier hinten so reingeschoben auf die Pins und fertig. Dann bauen wir tatsächlich doch noch Sitze. Ich hatte ja vermutet, nur da kommen gar keine Sitze hin. Aber da kommen welche hin. Den Platz haben sie dann doch noch gefunden. Und zwar werden die im Prinzip oben drauf gemacht. Also die gehen gar nicht wieder bis runter, sondern die sitzen relativ hoch. Ja, man baut halt vier Sitze und baut die dann da unten dran. Man sollte den vorderen Sitz in der Mitte, in das mittlere Loch reinmachen hier. Ich habe es ins untere, damit sie ein bisschen schräger stehen, weil sonst stehen die weit vorne. Dann bauen wir hier ein Cockpit mit einem sehr merkwürdigen Aufkleber. Ich habe ihn nicht drauf, da habe ich jetzt nur so eine graue Platte drauf. Ich habe die jetzt noch drauf, aber ich werde sie dann abmachen, weil es sieht ohne Platte einfach wesentlich besser aus. So. Ey, der Aufkleber macht aber überhaupt keinen Sinn. Du baust hier ein viereckiges Ding und dann baust du so eine Art Tacho auf das Lenkrad. Das sieht doch albern aus. Das ist ja nicht mal irgendwie ein Firmenlogo von dem Hersteller, sondern irgendwie so eine Art Tacho. Ich verstehe das nicht. So. Das Lenkrad kommt dann hier in der Mitte drauf. Dann bauen wir eine Motorhaube. Ja, die sieht dann so aus, fertig. Boah. Aus Paneelen und vielen Liftarmen und vielen von den blauen hier. Hier haben wir vier Stück. Hier haben wir 12 Stück. Ja, dann viele Fliesen drauf, dass man von außen keine Noppen sieht. Dann kommt die, ganze Fliesen-Einheit kommt hier drauf auf die Halterung. Das Ganze wird dann hier eigentlich aufklappbar befestigt. Ja, das kommt dann hier so ran. Dann könnte man es theoretisch aufklappen. Ich zeige aber gleich, dass das nur eine Theorie ist. Und dann baut man hier noch so Seitenteile, die man dann hier noch dran baut. Die werden dann hier über diese vier Viertelpins dran gesetzt und ja, dann soll man das so runterknicken. Und das war's mit Bauschritt 7. Wir gucken uns das am Auto an.
erstmal die Sitze. Und hier sieht man das, glaube ich, ja. Also der Sitz ist sehr hoch montiert, würde ich sagen. Aber ich glaube, von außen ist es gar nicht so schlimm. Sieht das gar nicht so schlimm aus. Ah, ich glaube, von außen geht das. Ist nicht so dramatisch. Da haben wir schon, da gibt es andere schlimmere Sachen. Von daher ist das verzeihbar. So, dann haben wir hier hinten diese Heckklappe. Und die, das ist halt alles noch locker hier. Ne? Und die geht theoretisch dann so hier auf. Und wieder zu natürlich. Ich gehe mal davon aus, dass das alles noch befestigt wird. Und dann haben wir hier die Motorhaube gebaut. Ja, alles gefliest. Wie man auch sieht, haben die Fliesen unterschiedliche Farben. Wir haben hier, ich würde mal sagen, mindestens 3 verschiedene Farbtöne. Ja. Ist natürlich nicht so schön. Und theoretisch könnte man die ja jetzt aufklappen, aber durch die Seitenflügel macht das natürlich wenig Sinn. Also man kann es hochdrücken, dann verbiegt man die Seitenflügel und reißt die Motorhaube aus der Verankerung. Und das macht jetzt nicht so wirklich Sinn. Also ja, lässt man es zu. Ich meine, letztendlich ist eh kein Motor drunter. Von daher macht es sowieso keinen Sinn. Ja, hier sieht man ja auch richtig krass den Unterschied. Das Schwarz und das Schwarz, das ist ja wirklich völlig anders. Das ist nicht schön. Das ist jetzt das erste Mal an dem Modell, dass ich das so stark sehe, wo es mich wirklich stört. Aber ja gut. So, also das Ding ist inzwischen auch ziemlich schwer. Und was mir immer noch Sorgen macht, ist die Stabilität. Weil hier in der Achse hängt das halt runter, ne? Ich hoffe, dass dann hier irgendwie hier oben noch was dran kommt, dass das richtig stabil wird. Da hier aber nirgendwo Befestigungen sind, habe ich so ein bisschen Angst. Vielleicht, ich hoffe, dass hier irgendwas noch das ein bisschen verbessern kann. Aber wir werden sehen. Weil hier in dem Bauabschnitt sind auch wieder Teile übrig. 6 Liftarme. Brauchen wir nicht, keine Ahnung, kommen bestimmt noch. Und so geht es jetzt ans Dach im Bauabschnitt 8. Da ist halt wirklich nur noch das Dach zu bauen und dann die Räder dran und dann war es das. No. Dann würde ich sagen, bis gleich. Oder bis zum nächsten Video, mal gucken. So, da ist er fertig. So sieht das Ganze aus. Und im 8. Abschnitt jetzt haben wir hier oben das ganze Dach gebaut. Das wird als ein gesamter Block fertig gemacht und dann oben drauf gesetzt. Na? Ich versuche mal so ein bisschen. Das Teil ist auch wirklich schwer. Hinten mit einer Leiter dran zum Hochklettern. Und jetzt geht auch die Tür richtig auf. Dann passt das. Das Dach wird aus vielen solchen Panels gebaut. Versteift unten drunter mit vielen Stangen hier drumherum, also Kreuzachsen. Und noch 2 von diesen Antennen. Oder Altantenne hier oben noch. Blinklicht und Zusatzscheinwerfer dran und dann ist das Auto fertig. Probleme. Das Dach ist komplett lose hier vorne. Also das Dach ist nur befestigt auf diesen Träger hier. Ja, also ungefähr bis hier. Alles hier vorne, der ganze Bereich ist lose.
Da gibt es keine Unterstützung von unten. Die Scheibenrahmen sind dann mit Flexachsen gemacht worden. Ja, hier sind jeweils zwei, einmal für die Scheibe und einmal für den Dachholm. Jetzt, warum das jetzt hier offen ist, weiß ich nicht. Was das für eine Funktion hat, irgendwas wird es bedeuten. Ja, prinzipiell ist das Auto jetzt so gebaut, wie es die Anleitung verspricht oder wie man es in der Anleitung bauen soll. Und ich möchte dann schon mal so langsam in ein Fazit übergehen, bevor wir hier bevor ich hier alles abreiße. So, und zwar, wir fangen mal von hinten an. Was ich hier nicht so verstehe, sind diese weißen Lampen, warum man die weiß macht hinten. Erschließt sich mir nicht. Hier hinten, das mit der Klappe funktioniert jetzt gut, nachdem sie stabilisiert ist. Man kann hier reingucken, Inneneinrichtung hat man natürlich nicht. Aber ja, muss man jetzt auch nicht unbedingt. Hier kann man sich ja noch was reinbauen, wenn man möchte. Aber ist jetzt nicht zwingend notwendig. Die Türen. Ja, man kann ja die Scheiben hier oder die Rahmen so anpassen, wie man sie braucht. Das Thema mit den Sitzen hat man schon mal. Die sind wahnsinnig hoch eingebaut. Aber ja, vorne geht auch auf. Genau das gleiche Problem, wahnsinnig hoher Sitz. Hakt beim Zumachen. Es gibt halt hier oben keine Unterstützung groß. Und da zeige ich dann auch gleich mal das Problem. Hier der Spalt. Wenn ich das hier so anhebe, hinten ist hier ein bisschen Flex drin, weil oben keinerlei Befestigung ist. Das wird alles nur unten gehalten und oben hält nichts. Das heißt, hier muss man echt aufpassen, wie man das Ding hält. Das fällt nicht auseinander gleich, aber verbiegen kann sich schon immer mal was. Ne? Ist halt Plastik. Ansonsten, ja, hier vorne haben wir dann komischerweise gelb und rote Lampen. Ja, die roten müssten wir eigentlich nach hinten machen oder generell hinten rote und gelbe hinmachen. Ja, liegt jetzt aber nicht so bei. Also das ist jetzt so, wie es in der Anleitung steht, habe ich das gebaut. Umbauen kann man ja immer noch. Aufkleber habe ich nicht dran gemacht. Hier wurde jetzt noch die komischen Sachen draufstehen. Rock, Gigant und wenn man möchte, natürlich auch noch die anderen Aufkleber. Zum Schluss dann noch die Räder drauf mit Radkappen und dann ist das Auto fertig. Und dann haben wir noch eine Probefahrt zu machen. Wir sehen, das Auto schaukelt ordentlich. Ja. Und fahren kann es auch. Nach vorne und hinten. Und dann war die Lenkung. Und jetzt sehen wir hier, ich drücke nicht mehr. Und die Lenkung hängt fest. Ja, die kann auch gerne mal hängen bleiben. Jetzt ist sie von der Einrichtung einfach in die andere ausgeschlagen. Hier könnte es sein, dass einfach der Motor kaputt ist. Oder eine Macke hat.
Oder die Ansteuerung über die Akkubox, natürlich kann es auch sein, weiß ich nicht. Das größere Problem ist aber, wenn man eingelenkt hat, ja, dann bleibt der Lenkeinschlag müsste begrenzt werden, weil die Reifen bleiben an den Teilen innen hängen und dann bewegt sich nichts mehr. So, jetzt ist die Lenkung übergesprungen. Und jetzt steht sie schief. Jetzt lenkt er nicht mehr gerade. Ja, jetzt hat es wieder geknackt. Man hat es gehört. Jetzt steht zumindest die Lenkung wieder gerade. Man hört es auch vorne knacken beim Fahren. Und ja. Das ist echt nicht schön. Also out of the box würde ich sagen, ist das Ding nicht fahrbar. Hier müssten Modifikationen an der Vorderachse gemacht werden. Nicht nur was den Lenkeinschlag angeht, sondern scheinbar auch am Fahrwerk. Ja. Das ist natürlich ärgerlich. Also das ist dann eher doch nur was für Leute, die Bastelspaß haben, die mit sowas umgehen können, die gerne basteln wollen. Ja, weiß nicht, René oder so, die haben bestimmt Freude an sowas, sowas zu fixen. Generell scheint mir die Lenkung etwas instabil zu sein, wenn die so schnell knackert. Ja. Aber was will man machen, ne? Also, wer nicht dran rumbasteln will, den empfehle ich, das Ding nicht motorisiert zu kaufen. Sondern baut dann einfach die unmotorisierte Variante, wenn du das Auto schön findet und gut ist. Und dann, ja, bin ich jetzt schon ein bisschen enttäuscht, dass das so nicht funktioniert. Ich hatte ja damals den, auch von Happy Build, den Toyota, den blauen. Der war technisch fortgeschrittener in dem Fall. Ne, fortgeschritten ist das falsche Wort. Da war mehr Technik drin mit einem Getriebe und noch eine Seilwinde. Das hast du hier alles ja gar nicht. Der hier wird hier angetrieben hinten von zwei XL-Motoren und vorne ist auch noch ein XL-Motor. Da ist kein Getriebe dazwischen. Vorne ist ein Differential drin, hinten nicht. Vorne, das ist auch nicht sperrbar. Das ist ein ganz normales Differential. Und ob er klettern kann, muss ich gucken. Ich kann ja gleich mal die Rampe versuchen, ob er da hochkommt. Ja, ich hoffe, dass da nicht die Zahnräder wegbrechen oder so. Aber wir werden sehen. Also, wie gesagt, Fazit, wer einen schön findet, kauft einen statisch, außer ihr habt Freude am Basteln, dass ihr die Vorderachse fixt. Vielleicht bauen den ja noch der eine oder andere und dann kann man sich das mal angucken, was die da draus machen. Ich bin jetzt nicht so der Bastler, ich habe es gern, wenn es aus der Box funktioniert und das ist jetzt mit der Lenkung nicht der Fall, mit dem Rest schon. Und dann kommen wir noch zu einem anderen Thema. Wir hatten ja ganz am Anfang das Problem, oder ich hatte das Problem, dass da Liftarme fehlten. Und ich habe das gar nicht registriert. Im 7. Bauabschnitt habe ich ja gesagt, da sind Liftarme übrig. Und das sind aber genau diese 6
Liftarme, die am Anfang gefehlt haben. Das heißt, die Teile fehlen nicht in dem Fall, sondern die sind einfach in einer anderen Tüte gewesen. Jetzt muss ich aber trotzdem noch mal gucken. Das heißt, ein paar Teile waren in Tüte 8, ein paar Teile waren in Tüte 7, wenn die wir fehlen sollten. Da muss man dann gucken. So, und jetzt gucke ich aber noch mal was anderes. Und zwar will ich mal gucken, wie die Hinterachse gebaut wurde. Und zwar in der Hinterachse bauen wir ja ein Differential ein. Wenn wir es nicht motorisieren. So. Und wenn wir die Vorderachse bauen, bauen wir auch ein Differential. Und dieses Differentialgehäuse, das fehlt auf jeden Fall. Also das, da brauchen wir ja dann zwei. Und das war definitiv nicht dabei. No. Also auch wenn es statisch gebaut wird, ist vorne trotzdem das Differential drin. Zumindest laut der Anleitung hier. Und das fehlt hier aber. Also hier war nur ein einziges Differentialgehäuse, also dieses drin. Gut. Das ist auch nicht später in einer anderen Tüte aufgetaucht, da war definitiv nur eins drin. Jo, das war's dann erstmal. Ich schneide jetzt gleich noch ein bisschen Rampe hinten dran. Und dann gucken wir mal. Ja, dann war's das für das Set. Und dann werde ich mich mal etwas anderem widmen. Dann schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, bevor es auf die Rampe geht, machen wir noch schnell das Gewicht. Und da sind wir bei ja, knapp 2,9 Kilo. Fühlt sich ehrlich gesagt schwerer an. Ich hätte jetzt fast eher auf 3,5 oder so getippt. Aber gut, wenn das hier so steht, dann wird das schon stimmen. So, ansonsten, Rampe ist fertig, sind wie immer 40 Grad. Und dann gucken wir mal, ob der Apparat hier hochkommt. So, ich musste noch mal was umbauen. Und zwar musste ich vorne die Metallgelenke rausbauen. Diese Metallantriebsgelenke haben keinen Grip gehabt auf den Achsen. Also warum auch immer. Irgendwie hat das nicht funktioniert. Ich habe jetzt die Plastikgelenke reingebaut und jetzt fährt die Vorderachse wieder richtig. Und wir gucken mal, was unser Auto eventuell kann. Und der bleibt hier unten hängen. Also ich denke, man sieht, da kommt er hoch. Die Kraft ist da. Und der hat hier unten, setzte off. Also ich habe hier unten das Handbuch drunter gelegt mit, dass er auf die Rampe, auf die ein bisschen später besser hochkommt. Wenn ich das nicht mache, ist er hier unten völlig verloren. Oder? Ne, es kommt hoch.
Also funktionieren würde es. Aber es ist knapp. Wir können den ganzen Apparat hier mal dazu fahren. Da ist vorne schon wieder was kaputt. Also man hat gehört, vorne knarrt schon wieder. Ja. Es ist leider nicht geeignet. Ich frage mich wirklich gerade, ob es Sinn macht, überhaupt die Vorderachse zu motorisieren oder ob man das vorne einfach weglässt und nur die Hinterachse antreibt, weil fürs Gelände ist er eh nicht, wenn man so ein bisschen rumfahren will, macht es vielleicht mehr Sinn, die Vorderachse wegzulassen. Ja, weil die ist ja schon wieder ausgestiegen, irgendwas ist jetzt schon wieder kaputt, hat vorhin schon mal repariert. Vorne passt was nicht zusammen. Wir springen die Zahnräder über. Also hier vorne, die Vorderachse ist einfach zu labil. Von der Konstruktion her. Ja. Und hier sehen wir ja. Sieht man das auf dem Bild? Diese ganze Konstruktion hier hinten, das funktioniert prinzipiell, aber du hast natürlich hier eine Begrenzung des Boden, des Bodenabstands. Ja, das ragt natürlich weit raus. Ja. Ich glaube, mit dem Ding brauche ich nicht im Gelände fahren. Also ich brauche es, glaube ich, nicht zu testen, weil das wird nichts. Ja, wenn hier vorne schon die Vorderachse so am Knackern ist. Naja gut. Ihr habt gesehen, wie das Ding funktioniert. Dass es motorisiert nicht unbedingt funktioniert. Oder nicht so richtig wie es soll. Vielleicht kann man das ein bisschen modifizieren. Aber will man sich die Mühe machen, muss letztendlich jeder selber wissen. Und von daher würde ich sagen, wir sehen uns bei einem anderen Auto wieder. Oh ja.